So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und ich komme gerade von draußen, denn die legendäre Mittagspause bzw. die zweite legendäre Bierpause ist gerade vorbei. Ja, ich sag noch nichts dazu weiter. Das Video mache ich nachher noch. Heute kommen also zwei Videos, das hier und später noch eins kurz zur legendären Mittagspause. Und gestern Abend war es soweit, die Glücksfreunde wurden eingeführt und ich staunte nicht schlecht. Erstmal kurz zu den Fakten. Glücksfreunde, was ist das? Ihr habt also die Möglichkeit jetzt, wenn ihr Freundschaftslevel 4 erreicht habt und seid beste Freunde, da machen die meisten ja gar nichts mehr. Die meisten sagen, oh, jetzt habe ich hier den als besten Freund, aber mit dem habe ich eh nicht so viel zu tun, den lösche ich jetzt einfach. Die haben die immer nur gesammelt, eben um EP zu machen und dann sobald beste Freunde erreicht waren, haben die alle wieder aus der Liste rausgeworfen. Jetzt war es aber natürlich so, am Anfang hat man ja immer mit den Leuten viel interagiert, man hat zusammen mit den Leuten geradet, man hat zusammen mit den Leuten gekämpft, Arenen bekämpft, gemacht hin und her, man hat PvP-Kämpfe gemacht gegenseitig, man hat sich Geschenke hin und her geschickt, damit jeden Tag mindestens eine Interaktion da war und dieser blaue Kreis um euren Freund zu sehen war in der Freundesliste und dann ist jeden Tag das ein Stück gestiegen, bis ihr eben beste Freunde wart und sobald beste Freunde da waren, hat man eigentlich nichts mehr gemacht. Gut, wenn man sich beim Raid getroffen hat, das ging ja automatisch, aber ich habe seitdem niemals wieder ein Geschenk von einem besten Freund geöffnet, weil ich lieber die Leute, die neu dazugekommen sind, geöffnet habe, dass das steigt, dass da mehr Leute dazukommen, die Boni aktiviert werden auch für den Schadensbonus und für den Bällebonus. Aber mit den besten Freunden, die hat man natürlich eine Zeit lang einigermaßen vernachlässigt. Warum bückt er sich jetzt da unten und will da rum? Aha, die Frau hat ihren Schuh verloren und der Mann hat ihr geholfen. Richtig genial auf jeden Fall. Und so soll sich das natürlich jetzt ändern, weil die besten Freunde nun wichtiger sind denn je, denn ab jetzt ist jede Interaktion, die ihr täglich machen könnt, ausschlaggebend und kann dazu führen, dass ihr Glücksfreunde werdet. Bei mir war das gestern so, ich habe das gelesen, dass das jetzt aktiv ist in dem Spiel. Ich habe von meinem Iversoft-Account mir ein einziges Geschenk rübergeschickt an den Iversharf-Account, an meinen Hauptaccount, habe dieses Geschenk geöffnet und bäm, kam die Meldung, ihr seid jetzt Glücksfreunde. Das ist dann so aufgeploppt. Es stand natürlich nach dem Öffnen erstmal als Nickname sozusagen unten unter dem Namen des Freundes. Und als ich dann zurück bin, im Prinzip wollte ich auf meine Map, auf meine Spielumgebung. Und da ist auch extra noch ein Screen aufgeploppt, wo dort stand, dass du und der jetzt Glücksfreunde seid. Und auch an dem Tauschbutton hat man gesehen, der hat auch eine besondere Farbe gehabt, der war auch umrandet, der war auch so richtig goldig. Und dann habe ich es mir natürlich nicht nehmen lassen, gestern, nach dem ersten Geschenk, was ich von einem besten Freund geöffnet habe und Glücksfreunde geworden bin, sind auch, wie auch immer, keine Ahnung, habe ich mir natürlich meinen ersten potenziellen gewährleisteten, was redet der, meinen ersten, also auf jeden Fall, ja, den ersten Tausch gemacht, wo ich wusste, dass es zu 100% einfach Lucky wird. Und da ich ja dran bin, auch den Lucky Dex zu füllen und mir aus der ersten Generation noch die drei Vögel gefehlt haben, letztens ich mir einen Shiny rübergeben wollte von Arktos, weil ich gesehen habe, meine Arktos, die ich alle selber gefangen habe, die Shinies, habe ich alle schon weggegeben, hatte aber auf dem zweiten Account was, wollte mir dann Shiny Arktos rübergeben, dass ich das Shiny wieder auf meinem Hauptaccount habe und das ist einfach Lucky geworden. So hatte ich dann ein normales Shiny Arktos und ein Lucky Shiny Arktos auf dem Hauptaccount. So habe ich mir gedacht gestern, was fehlt noch? Lapados und Zapdos. Der Account hat natürlich noch einen Zapdos gehabt. Also habe ich mir dann einfach ein Shiny Zapdos genommen, habe mir das rübergetauscht zu den Shiny Zapdos, die ich habe und habe daraus eben ein Shiny Glücks Zapdos gemacht. Das hat natürlich mehrere Vorteile. Auf der einen Seite kriegt ihr ein Zapdos mit guten IV. Ihr habt dann ein Shiny mit guten IV, wenn ihr Glück habt. Und ihr habt natürlich dann auch den Glückseintrag bei eurem Legendären abgehakt. Und ich habe immer gesagt, okay, Shinies,
die brauchen nicht glücklich sein. Ich fand das immer kacke, wenn ich mir ein seltenes Shiny rübergetauscht habe und dann ist das Lucky geworden und der ganze Hintergrund hat alles versaut. Bei Dingen, wo man eh nichts mitmacht, wie Sonnenkern, Sonnenflora oder sowas, die müssen doch nicht Lucky werden. Was nützen euch da gute IV? Da will ich einfach nur sehen, den Unterschied, und die sind wirklich selten. Die fängt man nicht jeden Tag immer zu überall. Bei den legendären Vögeln war es jetzt anders, da gab es die Raid-Tage extra, da hat man selber ja 5-6 Stück gehabt auf dem Account, hat auf dem zweiten Account noch welche gehabt. Wenn ich dann zu den 5 normalen Shinies, die man auch nicht entwickeln kann und nix, mir eins rübertausche, was lucky wird, dann ist das wieder was ganz anderes, denn ich habe das ja trotzdem noch normal. Und es ist ein legendärer Vogel, sprich, wenn der gute IV bekommt, kann man damit wenigstens auch noch was anfangen, was eben bei Sonnenkern nicht so ist. So habe ich mir das also rübergetauscht, so kann man gezielt sich die legendären Shinies als Luckys ertauschen, statt die normalen legendären rüberzugeben für den Lucky-Eintrag, kann man sich die Shiny-Legendären rübergeben für den Lucky-Eintrag, um dann eben aufzutrumpfen, wenn man ein richtig gutes Shiny-Kyogre hat mit 100% und das hochzieht zu dem 100%igen, was man so schon hat. Aber das ist nur ein Beispiel. Habt ihr auch schon einen Glücksfreund bekommen? Habt ihr auch schon einen Glückstrade gemacht? Dann schreibt es natürlich mal in die Kommentare. Und dann noch eine kleine Ankündigung, die auch gestern rausgegangen ist. Denn es kommt wieder ein Osterevent, beziehungsweise heißt das Ganze natürlich wieder Eispektakel 2019. Da will ich nochmal kurz vorlesen, die Fakten dazu. Am 16.04. geht es los. Also am 15. wisst ihr ja, kommt Latios zurück in die Raids auch als Shiny, und am 16.04. geht es dann los, 22 Uhr bis zum 23.04. 22 Uhr, Pokémon wie Pichu, Cosilla, Magpie sind in 2 Kilometer Eiern erhältlich. Ich war froh, dass die aus 7er kommen, dass ich die gezielt dann abfarmen konnte, und weil aus den 2ern eben viel mehr Pokémon kommen, aber gut, vielleicht sind die dann auch erhöht, so sehr erhöht, dass fast nur die rauskommen. Wenn du Glück hast, kannst du auch vielleicht schillerndem Haspirohr begegnen. Was passt also besser zu Ostern als der Osterhase und den dann auch noch in der Shiny-Version zu bekommen? Eventuell schlüpfen andere Pokémon als bisher aus Eiern, da wird also wieder alles komplett über den Haufen geworfen. Doppelte Menge Bonbons für das Ausbrüten von Eiern. Das ist auch gut für die Bonbonsammler, die später dann entwickeln wollen. Doppelte Brutmaschinengeschwindigkeit, damit ihr auch ja ganz viele Maschinen verbraucht und im Shop wieder neu dazukaufen müsst. Richtig genial auf jeden Fall. Und Glückseier bleiben zweimal so lang aktiv. Zusätzlich gibt es auch zeitlich begrenzte, auf Eier ausgerichtete Feldforschungsaufgaben während des Events. Da gibt es natürlich einen Blogpost dazu, werde ich hier mal eingeblendet haben, glaube ich, weil die Nachricht hier sieht immer so stumpf aus. Und ja, ihr seht, es geht wieder ein Ding nach dem anderen, legendäre Mittagspause, dann kommt noch das Shiny Latios zurück, also es kommt zurück als Shiny, dann ist auch der nächste Community Day, dann ist schon wieder Osterevent, also es wird nicht langweilig, immer zu was Neues. Gestern Abend erst die Glücksfreunde. Da möchte man endlich mal die Füße hochlegen und mal 5 Minuten entspannen, aber man muss schon wieder auf Shiny-Jagd gehen. Was haltet ihr vom Osterevent? Freut ihr euch drauf? Und wie gesagt, habt ihr schon einen Glücksfreund bekommen? Heute beim Raid auch gesehen. Ja, das kann ich ja dazu sagen. Heute beim Raid angesehen, habe ich mit Pupsi, ihrem großen und kleinen Account, den Raid mitgemacht. Und die beiden sind auch zu Glücksfreunden geworden durch den Raid. Gestern bei meinem großen und meinem kleinen wurde es eben durch ein Geschenk öffnen. Heute zusammen einen Raid gemacht und die zwei Accounts sind auch Glücksfreunde geworden. Also gestern eins, heute eins. Läuft doch richtig gut. Wenn ihr das auch schon hattet, schreibt es mal rein. Und ja, generell schreibt sowieso mal was rein. Hier sehe ich immer Leute, die abonnieren und die sagen immer, ey, coole Videos. Aber kaum einer schreibt mal was drunter, was ich schade finde. Denn ich nehme ja auch immer die Zeit, jeden Kommentar zu lesen und zu beantworten. Und freue mich immer über jeden Kommentar natürlich, der abgegeben wird. Ihr müsst ja noch nicht mal abonnieren oder liken, aber wenigstens mal eine Meinung dazu oder mich ein bisschen teilhaben lassen, was bei euch so abgeht. Finde ich nämlich immer interessant, finde ich cool. Und wir spielen alle dasselbe Spiel und ja. Deswegen, das war's von meiner Seite aus. Ich muss mich da noch ransetzen, die legendäre Mittagspause schneiden und meine Bewertungen auch noch machen fürs NHR-Battle. Da muss ich, schon wieder voll der Stress heute. Und morgen geht's ja schon wieder weiter. Deshalb, wir sehen uns beim nächsten Mal, beziehungsweise nachher. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.